Wer bislang den Wunsch hatte, einen Chevrolet Camaro zu fahren, musste diesen entweder bei einem freien US-Importeur kaufen oder sich selbst mit dem Thema Import beschäftigen. Dieses dürfen auch die Gründe sein, warum das amerikanische Muscle Car in unserem Straßenbild nur sehr selten vertreten ist. Auch in Zukunft ist nicht mit einer Population wie beim Golf zu rechnen, aber das Auto, nach dem sich so ziemlich jeder umdreht, ist ab Herbst zumindest leichter zu bekommen. Beim Chevrolet-Händler wird er in den Schauräumen neben dem Spark, Aveo oder dem Elektroauto Volt stehen. Basismotor soll der kleine Sechszylinder mit 3,6 Liter Hubraum und 305 PS sein. Außerdem soll es noch einen 6,2 Liter V8 mit 426 PS geben. Auch wenn das vielgepriesene Downsizing für den Camaro glücklicherweise kein Thema ist, haben sich die Amerikaner auch Gedanken um den geringstmöglichen Benzinverbrauch gemacht. Im Teillastbetrieb werden beim V8 vier Zylinder abgeschaltet. Im Gegensatz zu den Camaros aus den vergangenen Generationen fühlt sich das neue Modell auch auf deutschen Autobahnen wohl. Schwammige Lenkung und ähnliche Relikte gehören endgültig vergangenen Tagen an. Die Lenkung arbeitet zielgenau mit dezenter Servounterstützung. Sowohl im Coupé wie auch im Cabrio wird es die Wahl zwischen einem manuellen Sechsganggetriebe oder einer 6-Stufen-Automatik geben. Fahrleistungen, Verbrauch und Preise sind noch nicht bekannt, dürften aber in Kürze folgen.